Hallo, wir waren heute im Bioladen im Urlaub und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was wir so haben. Wir haben hier drei lilane Zwiebeln, drei Riesenkartoffeln, eine Birne wieder dazu gekauft, eine Zucchini, drei Carrots, eine Paprika, einen Salat, der fällt gerade schon auseinander. Da sieht man, dass der frisch ist, weil da noch ziemlich viel Erde dran hängt. Dann hier eine leckere Nuss-Nougat-Creme von Rapunzel, die vegan ist. Man hat in dem Bioladen gemerkt, dass da viel Deutsches ist, viele deutsche Produkte. Und auch die dort gearbeitet hat, oder wahrscheinlich die Besitzerin, die konnte voll gut Deutsch. Die hat die ersten 6 Jahre ihres Lebens in Deutschland verbracht und ist dann anscheinend nach Spanien ausgewandert und hat ihren Laden aufgemacht. Wir waren erstmal ziemlich überrascht, als sie plötzlich angefangen hat, mit uns Deutsch zu reden, weil die ganze Zeit alles auf Englisch. Das ist hier das einzigste, obwohl nee, fast das einzigste mit Plastik. Das ist so ein Tofu schon mit Gewürze. Es gab auch einen Tofu im Glas und Tempeh im Glas. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Bisher habe ich das immer nur in Plastik gesehen, aber finde ich eine super Idee. Dann haben wir Gemüse vor für heute Abend. Wir machen, was machen wir? Paella. Paella machen wir, oder mein Freund kocht zumindest. Dann haben wir einen Shiitake-Aufstrich, den wir dann auf dem Brot machen werden. Hafercuisine, auch für heute Abend, genauso wie den Reis. Der war auch gar nicht so teuer, 2,90 für die Packung mit 500 Gramm. Dann 2 Packungen Nudeln, weil wir zurzeit voll gerne Nudeln essen mit unserer Lieblingssoße. Die schmeckt einfach total gut. Wir haben ja hier keine Gewürze und die ist gar nicht so gewürzt. Da ist eigentlich nur Öl, Zwiebeln und Tomaten drin und das schmeckt einfach total super. Und wir tun dann immer noch Zwiebeln und Knoblauch dazu. Deswegen haben wir gleich wieder 4 gekauft, weil zurzeit essen wir jeden Abend eine Packung Nudeln und 2 solche Gläser Tomatensauce zu zweit. Ja, das haben wir also die 4 Gläser und die 3 Orangen haben wir hier im Hotelladen gekauft und alles andere im Bioladen. Genauso wie die Zitrone hier, die 2 Äpfel, den Brokkoli noch, damit wir wieder Eisen haben, weil Brokkoli und Paprika zusammen versiebenfacht den Eisengehalt. Und dann haben wir hier noch ein paar Tomaten und Bohnen. Dann hier so ein Toast und 200 Gramm Shiitake-Pilze und 200 Gramm Champignons. Und wir haben selber unsere Tüten mitgenommen, also wir haben einen Rucksack gehabt und so eine große Plastiktüte. Und die vor uns, die haben sich alles, jedes Ding, so die Kartoffeln, die Zwiebeln, Brokkoli und so weiter, haben sie sich alles in Plastiktüten einpacken lassen. Und dann habe ich zu denen auch schon gesagt, I don't like plastic. Und dann haben sie gesagt, ich glaube, die haben das noch nicht so richtig durchdacht, dass sie zwar Bio kaufen, dass es gut ist, aber dass sie dann alles in Plastiktüten einpacken, haben sie irgendwie noch nicht so ganz gecheckt. Vielleicht hat sich ja was getan. Auf jeden Fall wissen sie eigentlich schon, dass Plastik schlecht ist. Und wir haben eben echt nur ein paar Sachen, was eigentlich gar nicht anders geht in Plastik. Und das andere haben wir eben alles in eine große Tüte. Und das Ganze hat 50 Euro gekostet, was aber, finde ich, geht dafür, dass wir so eine große Menge haben und halt auch 2 Packungen Nudeln und Reis und sowas. Und in Deutschland wird man auch nicht viel mehr bezahlen, denke ich. Und für die 4 Tomatensoßen und die 3 Orangen hatte ich genau 5 Euro. Ich bin mit 5 Euro im Laden und hatte echt nicht mehr dabei. Und die Orangen habe ich dann spontan gekauft, so für Flüss zum Auspressen. Und habe dann an der Kasse schon gesagt, I only have 5 Euros. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, exactly 5 Euros. Und es ist hier, finde ich auf jeden Fall, gerade hier besser Bio zu kaufen, weil die Sachen kannst du hier schlecht waschen, weil im Trinkwasser Chlorwasser dabei ist. Oder Chlor dabei ist. Und ich wasche es dann ungern mit dem Chlorwasser und Bio braucht man eh nicht unbedingt zu waschen. Außer jetzt zum Beispiel den Salat hier, weil da ziemlich viel Erde dran ist. Aber der Rest, der schaut echt super aus. Tschüss!